Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Vitamin D3 und los geht's! Vitamin D3 ist im Grunde genommen ganz streng betrachtet kein Vitamin, sondern es ist ein Hormon und somit ist es auch in ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen bei uns im Körper zuständig. Ja? Vor allem auch für die Knochengesundheit, für die Knochenbildung, für die Muskelkraft und insbesondere sorgt auch das Vitamin D dafür, dass das Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Es hilft praktisch dem Kalzium. Aber Voraussetzung dafür ist auch eine ganz gewisse Sonnenexposition. Ja? Ein zu geringes Sonnenlicht führt dazu, dass Vitamin D-Mangel erst wirklich stattfindet. Denn über die Nahrung nehmen wir 10% an Vitamin D zu uns, aber 90% des Vitamin Ds werden über die Haut gebildet. Dafür ist es nämlich sehr wichtig, dass man auch mal rausgeht ins Freie, vielleicht mal die Ärmel hochkrempelt, das Gesicht frei lässt und versucht auch gerade im Winter so lange wie möglich irgendwie an der frischen Luft zu sein. Gerade so in den Sommermonaten, da sollte man natürlich jetzt nicht in der prallen Sonne sitzen, ganz klar. Man möchte sich schützen, aber gerade auch durch dieses ganze Sonnenmilch und Eigencreme sorgen wir auch dafür, dass Vitamin D auch überhaupt, der Mangel überhaupt entsteht, weil wir im Grunde die UVB-Strahlung damit blockieren. Ganz wichtig im Sommer, bevor ihr euch fett und dick eincremt, erstmal vielleicht so 10-15 Minuten in der Sonne kurz verweilen, trinkt einen leckeren Kaffee oder ein Mineralwasser oder sonst irgendwas und dann cremt ihr euch mal schön ein, damit überhaupt das Vitamin D, die UVB-Strahlung, überhaupt eine Chance hat, das Vitamin D im Körper zu zünden und somit werden auch viele negative Prozesse aufgehalten im Körper. Denn es steht auch ein bisschen im Zusammenhang mit Depressionen. Bevor ihr jetzt aber in die Apotheke rennt und euch ein Vitamin D-Präparat kauft und supplementiert, vorher bitte erst einmal kurz zum Arzt gehen, den Vitamin D-Spiegel mal kurz messen lassen und sollte wirklich ein signifikanter Mangel vorliegen, dann kann man natürlich schön supplementieren. Das sind die einzigen Dinge, die ich selber supplementieren würde. Das ist Folsäure, gerade wenn man Kinderwunsch hat und auch vor allem in der Schwangerschaft. Ja, und auch Vitamin D, weil wie gesagt Vitamin D nur zu 10% bei uns im Körper umgewandelt wird. Aber wie gesagt, damit es gezündet wird, immer schön in die Sonne gehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine starke und gute Gesundheit und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es mal schnell nach. Ich freue mich über jedes Däumchen. Bis dahin. Tschüss.